ich habe gar nicht gemerkt, dass du hinter mir bist. Schon eine ganze Weile. Ich habe auf dem Parkplatz gerufen, aber du hast nicht gehört. Es sieht so aus, als ob wir in Kürze Schnee kriegen. Allerdings. Ich weiß ja, wie begeistert du bist, wenn endlich der erste Schnee fällt. Ja, es ist zu schön. Ich hasse Blizzards. Doch alles außer Blizzards ist wundervoll. Guten Morgen, Leslie. Guten Morgen. Guten Morgen. Leslie? Ja? Wie geht es Heather eigentlich heute früh? Ganz gut. Wieso fragst du? Ich habe mich nur gefragt. Liegt irgendetwas für mich vor? Nein, aber wie ich gerade sehe, werdet ihr beide heute früh eine Doppelschicht haben. Du auch? Ja, aber ich wusste nicht, dass du Doppelschicht hast. Kann ein langer Tag werden und eine lange Nacht. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir vorher eine Stärkung zu uns nehmen. Eine heiße Schokolade für dich und einen Kräutertee für mich. Da müsst ihr zu Pop Snyders gehen. Mit der Cafeteria ist irgendwas nicht in Ordnung. Was, weiß ich nicht, aber siehst zu. Was? Ich denke, dass wir Zeit dazu haben. Liegt irgendetwas für mich vor? Nein, noch nicht. Dann bin ich dafür. In der Hoffnung, dass wir das große Glück haben, den ersten Schneefall des Jahres zu erwischen. Das wäre wirklich ein guter Anfang für Weihnachten. Ja. Okay. Na dann. Ich mag das. Das war schön. Ja, du hast recht, sehr schön. Jetzt kommt die Festtagsstimmung. Es wird Weihnachten. Ja, und schneien wird es auch bald. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich fühle es, ich schmecke es, ich rieche es. Leslie, du bist ein Kind, ein richtiges, echtes Kleinkind, wenn es sich um Schnee handelt. Ja, das stimmt. So geht's uns doch allen. Ja. Oh. Sie haben unsere Bestellung geahnt, die heiße Schokolade. Und Ihre spezielle Teesorte. Das sehe ich. Vielen Dank. Sie haben es wirklich nicht vergessen. Dankeschön. Sie sind ein Mann nach unserem Geschmack. Wünschen Sie noch etwas? Ein Stück Kuchen vielleicht? Nein, danke. Das genügt uns. Danke. Das ist köstlich. Also, wie sind deine Pläne für den morgigen Tag? Tja, ich gehe selbstverständlich zur Weihnachtsparty ins Krankenhaus. Und hast du schon irgendeine Einladung zum Dinner? Nein. Du bist natürlich herzlich bei uns willkommen, wenn du Lust hast. Leslie, du brauchst mich nicht zum Weihnachtsdinner einzuladen. Ich war zum Thanksgiving-Dinner bei euch. Und ich weiß, dass ich es nicht tun muss. Du bist eben bei mir zum Dinner eingeladen, Doktor. Sind irgendwelche Bedingungen dran geknüpft? Muss ich an den Schneemann bauen, den Abwasch machen oder den Müll rausbringen oder die Katze füttern? Für solche niederen Tätigkeiten bist du nicht zuständig. Du brauchst nur die Verantwortung zu übernehmen, dass das Feuer nicht ausgeht. Das ist das Schlimmste, wenn man keinen Mann im Haus hat. Es ist schwer, das Feuer im Haus zu halten. Ich habe schon verstanden. Zum Teufel mit der Emanzipation. Ein Mann ist immer noch der beste Helfer für das Kaminfeuer. Ah ja, findest du? Übrigens, da fällt mir ein, du wirst noch Holz brauchen. Oh, na sowas. Weißt du was? Sobald ich im Krankenhaus bin, rufe ich an und bestelle Nachschub. Ja, aber die liefern vielleicht nicht so kurz vor dem Fest. Na ja, wenn es nicht geht, ist es auch in Ordnung. Ich denke, unser Vorrat wird reichen, falls die Mädchen nicht zu viel verfeuert haben. Das Einzige, was mich an diesem Weihnachtsfest wirklich stört, ist, dass ich an den Festtagen nur von Frauen umgeben bin. Und alle sind blond und keine von ihnen ist unter 1,68. Was ist mit Jeff? Kommt er nicht um Heather? Es war nicht sehr diplomatisch, das zu sagen. Entschuldige, es war überflüssig. Macht nichts, das ist eine schwierige Situation. Für den armen Jeff ist das gar nicht so einfach. Allerdings muss ich nach Heathers Worten annehmen, dass sie nicht sehr viel Zeit im Haus verbringen werden. Sie ist fest entschlossen, ihre Freundin zu besuchen, die im Sanatorium geblieben ist. Armer Jeff. Arme Anne. Wie man sieht, ist es nicht zu vermeiden, dass du das Haus voller Weiber hast. Also hoffe ich, dass es nicht so schlimm für dich sein wird, von großen Blondinen umgeben zu sein und von einer kleinen Brünetten. Wäre gar nicht zu verachten, was du mir da anbietest. Besonders die Brünette könnte mich reizen. Lass uns ernst bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass Laura sich sehr freuen würde, wenn du da wärst.